An der Linken sitzt die wunderbare Elke Maria Koch. Hallo. Eine ganz wunderbare Frau. Gute Göttin. Klangschwester, Herzensschwester. Und die Elke war bei uns jetzt am Wochenende dabei, bei sämtlichen Veranstaltungen. Und ich würde dich einfach bitten, dass du uns mal sagst, wie du es empfunden hast. Also es war das erste Mal, dass ich diese Kristallklänge von euch beiden live gespielt fühlen konnte. Und sie haben mich vorher über CD schon tief berührt. Und in diesem Seminar wurde der erste Ton der Kristallklänge angespielt. Und ich habe mich sofort tief wohl gefühlt, habe mich gefühlt, konnte mich erfahren als Teil des großen Ganzen. Und es ist ganz schwer in Worte zu fassen, was diese Klänge auslösen. Es ist einfach eine tiefe Zufriedenheit, ein tiefes Fühlen, vom Teil eines Ganzen zu sein und ja, einfach glücklich zu sein und zu fühlen, so wie es ist, ist es gut. Und ja, es waren ja 3 Veranstaltungen und ich bin von Mal zu Mal mehr bei mir angekommen, mehr in meiner Kraft angekommen und auch wenn ganz viele Menschen zusammengekommen sind, die ich vorher nie gesehen habe, hat jeder weitere Klang mehr die Liebe zwischen uns transportiert. Ja, es war einfach eine Liebesschwingung im Raum von Klang zu Klang verstärkt. So habe ich es empfunden. Genau. Ja, die Klänge haben uns verbunden. Ja. Bei sich selbst ankommen lassen und trotzdem miteinander verbunden. Und ja, es ist ein riesiges Geschenk, was diese Klänge bewirken oder den Menschen wieder fühlen lassen, weil es ist ja immer da, aber diese Klänge führen wieder in diesen entspannten Zustand, der das wieder fühlen lässt. Wir erinnern uns an unsere Essenz. Genau. Und es ist das wieder ganz präsent, wo noch viele Menschen so eine tiefe Sehnsucht haben und vielleicht gar nicht so richtig wissen, was es ist. Und diese Klänge, dann bist du da. Ja. Es ist schwierig in Worte zu fassen, so fühle ich es. Und ganz schnell sind wir da. Und diese enorme Schallausbreitungsgeschwindigkeit. Genau. Ja, wir freuen uns. Total, dass du auch Kristallklang-Hüterin im Norden bist, im hohen Norden. Darauf freue ich mich sehr. Und danke. Danke euch.